Naja, erstmal, dass diese Musik an sich begeistert, das hat gar nichts mit uns zu tun, sondern die Musik ist einfach stark, die ist direkt, die ist offenbar in andere Kulturwelten, Sprachen zu übertragen. Interessant ist es natürlich auch herauszufinden, was hören Menschen, die aus anderen Umfeldern kommen, in dieser Musik anders als wir, die wir vielleicht damit aufwachsen oder auch bestimmte Traditionen haben. Das ist schon für beide Seiten eine sehr, sehr spannende Begegnung. Naja, erstmal heißt für mich Musik immer Kommunikation und Menschen zusammenbringen, und es gehört auch zu unserem Auftrag, verschiedene Welten, Kulturen zusammenzubringen. Beethoven ist auch jemand, der Musik als eine Art Universalsprache verstanden hat, der damit die Welt nicht nur verändern, sondern auch irgendwo zusammenhalten wollte. Und ich glaube, dass es ein wunderbares Medium ist, viele Dinge, die in der Politik gerade nicht funktionieren, auf einer anderen Ebene anzugehen und den Draht zu Menschen zu finden, Herzen zu öffnen, durch einander zuhören, zuschauen, sich einander spüren, die Welt näher zusammenzubringen. Das ist eine lange Geschichte, aber um die mal in kurze, prägnante Sätze zu bringen. Ich habe irgendwann mal 2 Jahre mir eine Auszeit genommen, bin nach Indien gezogen, aber in die Großstadt, nach Mumbai, und habe ein Buch darüber geschrieben. Und mir war einfach wichtig, eine ganz bestimmte Liebe, eine Lust zum Leben, eine Liebe zum Leben, eine Zartheit irgendwie rüberzubringen, und habe gemerkt, dass eigentlich das Wort nicht das optimale Medium ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich das noch anders ausdrücken, was ich dort erlebt habe und was mich so angerührt hat, und bin so zur Fotografie gekommen und reise seitdem relativ viel, auch in Krisengebiete. Also ich finde schon, jede Nation fühlt sich so ein bisschen anders an, aber ich würde sagen, same, same, but different. Die Lebensfreude, diese Hoffnung auch und dieser Wille, trotz schwieriger Umstände das eigene Talent zur Geltung zu bringen, sich selbst auszudrücken, der ist überall auf der Welt. Also selbst in Syrien, wo ich während des Krieges war, habe ich diese Liebe zum Leben bei ganz vielen Menschen gespürt. Und so war das natürlich jetzt auch in Kolumbien. Rita Baus, die Ideengeberin, die habe ich, weiß gar nicht mehr, irgendwo im kulturellen Kontext kennengelernt. Und die hatte meine Bilder gesehen und die sagte so, Mensch, ich glaube, vielleicht wäre das richtige Projekt für dich. Und ich kann mich auch noch gut erinnern, als sie mir das erste Mal von Beethoven Moves erzählt hat. Und ich war einfach total begeistert und habe gedacht, das möchte ich unbedingt miterleben und fotografisch begleiten. Von jeder Reise bleibt mir ganz viel, muss ich sagen. Es bereichert mich unglaublich, und auch das Beethoven Moves, also die Reise nach Medellin, weil ich muss sagen, mich macht das als Mensch sehr viel reicher, ja, weil ich einfach hier wieder Menschen kennengelernt habe, die eben auch unter schwierigen Lebensbedingungen ihre Liebe nicht verloren haben.